Yo, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf diesem Kanal. Ich glaube, ich habe mich jetzt ziemlich lange schon wieder nicht gemeldet. Wenn ich mich nicht irre, war das letzte Video aus Griechenland, oder nicht? Ich guck mal ganz kurz nach. Ah, nee, okay, es war ein Gym-Vlog. Das ist aber nicht Thema des Videos heute, sondern ich denke, ihr könnt schon am Titel und am Titelbild erkennen, es geht um ein potenzielles Auslandssemester in den USA. Ich hoffe, die Freude bei euch ist groß und das Excitement, ich meine, es steht noch lange überhaupt gar nichts fest, so. Aber allein, dass es die Option gibt, ist crazy. Ich hatte vor einigen Jahren auf diesem Kanal schon mal ein Video, wo ich sowas in der Art angesprochen hatte. Vor 2 Jahren tatsächlich. Da stand, ich könnte eventuell bald wieder in die USA studieren in Amerika. Und genau darum soll es in dem heutigen Video gehen. Allerdings ein bisschen spezifischer, beziehungsweise sind die Pläne etwas... ja, ausgereifter als damals. Damals war es eine sehr vage Idee und es war mehr so basierend darauf, ja, ich will wieder zurück in die USA, ich war doch Au-pair und ich möchte da wieder hin und bla bla bla. Jetzt habe ich mich nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigt und es gibt gewisse Optionen, die einfach sehr cool klingen, wo man denkt, ey, das wäre eine krasse Möglichkeit. Eigentlich darf man sich so eine Chance nicht entgehen lassen. Im Prinzip geht es einfach nur darum, dass ich mit meiner Universität, also mit der Humboldt-Universität, mit der HU in Berlin, die Möglichkeit habe, an eine Partneruniversität eigentlich irgendwo in der ganzen Welt zu gehen und dort dann für ein Semester lang zu studieren, also für 6 Monate dort zu sein, für ein halbes Jahr. Die meisten von euch kennen die Vorgeschichte von diesem Kanal. Ich habe 2 Jahre als Au-pair in den USA gearbeitet, darunter auch ein halbes Jahr in San Diego. Und eine von den Universitäten, die es hier zur Auswahl gibt, ist die University of California. Die University of California hat verschiedene Campusse, Campi, die Mehrzahl von Campus. Einer davon ist tatsächlich in San Diego, einer davon ist natürlich auch in Los Angeles und das wäre dann die UCLA, also die University of California, Los Angeles. UCLA sollte vielen Leuten was sagen. Das ist ein riesiges, also eine super bekannte Universität mit einem ultrakranken Footballteam, ultrakrankes Basketballteam, sehr viel Geschichte und es ist natürlich auch in Los Angeles und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich die Chance habe, ein Auslandssemester zu machen, dann ist das auf jeden Fall mein Favorit, die UCLA. Stellt euch vor, wie krank das wäre, einfach mal 6 Monate an der UCLA studieren. Also wann kriegt man so eine Chance? Wisst ihr, was ich meine? So, eigentlich muss man das mitnehmen. Und da kommen wir jetzt aber auch schon zu dem etwas spezifischeren Plan oder den spezifischeren Gedanken. Ich habe nämlich mal geguckt, was so die Bewerbungsanforderungen sind. Und es scheint nicht einfach zu sein, da reinzukommen. So, wer hätte es gedacht? Ne? Ich meine, wahrscheinlich wollen viele irgendwie ein Auslandssemester machen. Und es ist klar, dass die Uni da nicht jeden irgendwie hinschicken kann, I guess. Obwohl man es, glaube ich, aber eigentlich selber bezahlt. Es gibt Finanzierungsmöglichkeiten. Mit den Finanzierungsmöglichkeiten habe ich mich noch gar nicht so genau befasst, weil ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, ich brauche mir hier keinen kranken Stress wegen irgendeinem Geld machen, wenn ich noch nicht mal weiß, ob ich da jemals überhaupt angenommen werde und ob das wirklich was wird. So, wisst ihr, was ich meine? Ich kann jetzt anfangen zu sparen, ich kann gucken, was es so gibt, aber ich brauche mir deswegen jetzt keinen Stress machen. Der Hauptstress, der erstmal anstehen würde, sind die ganzen Bewerbungsunterlagen zusammenzukriegen und das natürlich auch rechtzeitig zusammenzukriegen, denn Bewerbungsschluss ist der 15. November. Also jetzt in einem Monat und ein paar Tagen ist schon Bewerbungsschluss. Bewerbungsöffnung ist aber auch erst ab dem 15. Oktober, von daher konnte man bis jetzt noch nichts einreichen. Ich werde euch jetzt hier nicht die genaue Liste von den ganzen Bewerbungsunterlagen geben, weil das ist auch langweilig, es juckt keinen und ist wahrscheinlich auch irgendwie unverständlich. Aber die Sachen, die für mich rausgestochen sind, sind halt zum einen, dass man auf jeden Fall ein TOEFL, wie auch immer, Test machen muss. Das ist ein Test, der deine Englischkenntnisse evaluieren soll. Und dieser Test geht anscheinend ungefähr 4 Stunden lang und kostet irgendwie über 200 Euro, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Den müsste man erstmal nehmen und davon das Zertifikat muss man dann natürlich einreichen und zeigen, ey, hast du überhaupt ein ausreichendes Level an Englisch? Und es sind jetzt nicht einfach so Sachen wie, yo, füll hier die Lücken aus, hier geht's um Grammatik oder so, sondern da muss man Essays schreiben, da muss man Leseverständnis zeigen und so weiter. Also schon herausfordernd, würde ich sagen. Den müsste ich machen. Ich müsste natürlich ein Motivationsschreiben schreiben, Lebenslauf und solche Sachen halt. Ich müsste alle meine Kurse auflisten und zeigen, was ich bis jetzt schon in meinem Studium geschafft habe. Das klingt erstmal nach nichts Besonderem, aber bei unserer Uni, bei der HU, ist es leider so, dass es gar nicht so einfach ist, mit dem Prozess alle seine Kurse bestätigt zu bekommen. Man muss vielen Dozenten und Kursen immer hinterherrennen mit irgendwelchen Laufzetteln, die man unterschreiben lassen muss. Da muss man die ans Prüfungsbüro schicken. Das ist alles immer noch nicht digital. Das heißt, man muss wirklich mit dem Lauf
Aufzettel irgendwo hin oder man scannt den ein, lässt den vom Dozenten unterschreiben, der schickt es einem zurück. Dann muss ich es ausdrucken, in den Umschlag machen und zum Prüfungsbüro geben und das dort einrechnen in den Briefkasten. Dann ziehen die das da raus und scannen es in ihr System ein. Es ist super umständlich und es kann halt sehr unübersichtlich werden, wenn man jetzt nicht in jedem Semester ganz genau aufgepasst hat und alles notiert hat und direkt abgegeben hat. So. Deswegen, da müsste ich auch gucken, wahrscheinlich müsste ich dem einen oder anderen noch hinterherrennen und irgendwelche Unterschriften irgendwie kriegen. Ist natürlich auch zum Teil definitiv meine Schuld. Wenn ich damit vernünftiger und strukturierter gewesen wäre sozusagen, hätte ich diesen Struggle jetzt wahrscheinlich nicht. Dann brauche ich auch noch ein Gutachten von einem Dozenten. So. Und das finde ich relativ schwierig. Also mir fällt eine Dozentin ein, wo ich sagen würde, die könnte das vielleicht ganz gut für mich schreiben, weil die mich irgendwie ein bisschen kennengelernt hat und so. Aber die meisten Dozenten bei mir in der Uni nehme ich eher so wahr, ist das Verhältnis zwischen Dozent und Studenten sehr distanziert. Also das ist nicht so, man ist in einer kleinen Gruppe und man versteht sich hier alle und der ist wie ein Kumpel oder wie ein Mentor oder so, sondern die machen ihren Shit und die Studenten machen ihren Shit. So, und dann, das war's. Dementsprechend jemanden dazu finden, der mir so ein Gutachten schreibt. Ich weiß ja nicht, was in den Gutachten alles drin sein soll, aber der muss mich ja irgendwie halbwegs kennen, um ein Gutachten über mich zu schreiben. Also auch da muss er mal gucken. Aber ich habe eine Dozentin im Kopf, bei der ich mir das gut vorstellen könnte. Was jetzt als nächstes ansteht, ist erstmal ein Beratungsgespräch per Zoom mit den Ansprechpartnern oder den Ansprechpersonen, die dafür zuständig sind für diese ganzen Partner-Universities in den USA. Das findet hoffentlich nächste Woche statt. Also wir haben gerade per E-Mail Kontakt und ich warte noch auf eine Terminbestätigung. Dann können wir nämlich in dem Beratungsgespräch auch mal genaueres besprechen, weil man muss natürlich darlegen, warum es Sinn macht, dass ich jetzt ausgerechnet an zum Beispiel die University of California da. Das heißt, ich muss darlegen, welche Kurse würden für mich Sinn machen, die es dort gibt. Was kann ich in meinem Bachelor einrechnen lassen? Was hilft mir vielleicht für meine Bachelorarbeit? Was hilft mir schon mal vorausschaubar für mein Masterstudium und so? Man muss also wirklich probieren, da zu überzeugen. Also es ist eine Bewerbung, ja. Nicht jeder wird angenommen. Wenn diese Bewerbung, diese schriftliche, dann gut genug ist, dann wird man eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Und das geht laut Website eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, teilweise auf Englisch, teilweise auf Deutsch. Und da geht es um das Zielland, um die Zieluniversität und auch um unser Heimatland hier in Deutschland und um unsere Universität. Das heißt, da werden Fragen zu den Universitäten gestellt, Fragen zu den politischen Situationen aktuell und so weiter. Man muss also schon ordentlich Arbeit da reinstecken, dass man da gut drauf vorbereitet ist, damit man dieses Auslandssemester überhaupt machen kann und darf. Und wenn das alles geschafft ist, ja, dann muss man sich natürlich auch noch darum kümmern, dass man das finanziell überhaupt gewuppt bekommt. Also das ist dann die nächste Hürde. Es scheint also tatsächlich relativ schwer zu sein, in dieses Auslandssemester reinzukommen, aber ich sag euch, wie es ist, lasst uns es vielleicht wirklich lieber probieren, als dass man direkt von Anfang an sagt, ja, nee, der Stress ist viel zu groß. Weil, wie crazy wäre das, für ein halbes Jahr, ist jetzt nicht ultra lang, aber trotzdem, für ein halbes Jahr an der UCLA zu studieren. Wie krank wäre das, da wirklich ein Student zu sein, auf dem Campus zu leben, zu den Football Games zu gehen, zu den Basketball Games zu gehen, zu den Unikursen zu gehen, amerikanische Professoren dazu haben, amerikanische Mitstudenten, vielleicht auf dem Campus noch in der Bäckerei oder wo auch immer arbeiten. Das ist doch crazy. Das ist richtig crazy. Also ich finde, so eine Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Wann kriegt man sowas jemals wieder? Niemals. Sobald das Studium vorbei ist, kannst du es doch vergessen, irgendwann jemals in Amerika an die Uni zu gehen. Habe ich jetzt noch irgendwas zu sagen? Ich glaube eigentlich nicht. Ich wollte euch erstmal nur daran teilhaben lassen, an dieser Idee. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr es machen? Würdet ihr den Stress auf euch nehmen? Oder würdet ihr sagen, ja, nee, komm, lass. Wenn es so stressig ist und so teuer, dann scheiß mal drauf. Ich bin sehr, sehr krass am Überlegen. Deswegen mache ich halt auch dieses Beratungsgespräch über Zoom nächste Woche dann und guck mal, was die da noch so sagen wird. Ich halte euch da gerne auf dem Laufenden. So hat dieser Kanal hier damals angefangen mit dem Au-pair-Ding. Da habe ich auch von Anfang an berichtet und euch auf dem Laufenden gehalten, wie alles ist und wie es läuft. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Und wenn alles gut läuft, bin ich in einem Jahr in einem Auslandssemester an der University of California und mache da Vlogs und nehme euch in meinem Leben mit auf dem Campus an der Uni of California. Also ich meine, das ist doch überkrass. Gut, Leute, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Lasst auf jeden Fall eure Meinung unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.